Rund 7000 Schützen aus Südtirol, Tirol, dem Trentino, Salzburg und Bayern versammeln sich gestern zum Höhepunkt des 26. Alpenregionstreffen in St. Martin in Basaya. Unter all den Trachtenträgerinnen und Ehrengästen war eine Art Heimatliebe mit Weitblick zu verspüren. Vor allem aufgrund der Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit mit Pandemie und geopolitischen Umwälzungen. Und doch war im Basayatal der Stolz der Schützentradition nicht zu übersehen und zu überhören. Zum Marschkommando der Trommeln flanieren 7000 Trachtenträgerinnen im Gleichschritt der Schützentradition durch das Passaiertal. Die weihrauchschwadenumhüllte Hohe Geistlichkeit schreitet ein zur Segnung der blumengezierten historischen Tradition. Und ob schon martialisch anmutender Böllerdonner durch das Heimertal von Andreas Hofer hallt, beim Alpenregionstreffen der Schützen von München bis Trient im Jahr 2022, dominiert die Botschaft des Weitblickes. Wenn man beieinander sein darf, auf einem anderen, in einem anderen Land, und trotzdem sind es fremd, wie man dann auch beim Gottesdienst, bei den Reden, die unterschiedliche Sprache hört, aber wie man spürt, dass vom Herz raus das Gleiche ist. Dann ist dieses Erlebnis. Die Schützen sind in diesem Fall sind wir grenzenlos natürlich, ob Bayern, Südtirol oder auch das Trentino und so weiter. Ja, mit dem Trentino gibt es natürlich ein bisschen Verständigungsprobleme, aber wir Deutschsprachigen verstehen uns als Schützen immer sehr gut, ja. So mancher Bart unter den gefiederten Hüten erinnert jedoch unverkennbar an die große historische Tiroler Schlüsselfigur Andreas Hofer. Da darf die Gastgeber-Schützenriege doch mit ein wenig patriotisch stolz geschwellter Brust das grenzüberschreitende Treffen begehen. Ja, das haben wir uns schon 2018 haben wir uns da beworben und wir haben unbedingt das gewählt einmal im Heimatdorf von Andreas Hofer ausrichten und das ist uns eben gelungen, dass wir da die Bewerbung zugekriegt haben und jetzt ist, ich sage, darf das führen. Wir sind auch mega stolz, das finden sie alle. Die politische Prominenz aus allen Teilen der Euregio und aus Bayern erweist den tausenden Vertreterinnen der gelebten Heimatverbundenheit in ehrerbietiger Haltung Respekt. Doch bei all der bunten, beeindruckenden Trachtenvielfalt, das überdimensionale Schützenzusammentreffen müsse das Gemeinsame und nicht das Trennende hervorheben, so der Tenor. Wir finden hier vereint alle kulturellen Werte der Euregio. Die Schützen aus allen Landesteilen spiegeln diese wider. Und in einer Zeit des Krieges in Europa müssen wir alle gemeinsam für den Frieden arbeiten. In Europa ist scoppiata la guerra, tutti dobbiamo lavorare per la pace. Pessimismus ist nicht angesagt. Ich habe auch bei der Rede heute gesagt, der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Wir brauchen Zuversicht, gerade auch in dieser Zeit. Die Zuversicht war dann, nach Verhallen der Marschtrommeln, vor allem in der ausgelassenen Partystimmung im Festzelt zu spüren. Lange hatte auf Kollektivschunkeln und Klatschen zu kultigen Heimatklängen verzichtet werden müssen. Traditionsverbundene Trachtenträgerinnen werden eben auch schnell zu Partytigern. Und so mancher Landeshauptmann genießt auch die Rolle des Showmans auf der Zeltbühne. Ein starkes Bekenntnis zur Heimat gab es gestern im Basayertal.